Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Full House Challenge. Wir sind noch ein paar Minuten in Phyllis Rotation. Ich gönne mir jetzt mal einen Schluck zu trinken hier. Ah, sehr schön. Ja, wir haben das Zimmer jetzt mal ein bisschen umdesignt hier, damit sie es ein bisschen wohnlicher hat. Schön dekoriert. Heimisch. Erschöpft. Ja, du kannst jetzt das auch einfach mal weglegen und schlafen gehen. Auf dem Boden ist eine echt Top-Idee. Dann kannst du nämlich aufräumen, wenn du dann ausgeschlafen hast. Wir sind mal dabei, aufräumen. Dann darfst du das mal reparieren. So, er gitarriert da noch rum. Gitarriert ist halt auch geil. Ja, und dann kann sie ja jetzt mittlerweile mal in ihrem Zimmer, in ihrem Computer arbeiten. Oh, warte, wir könnten vielleicht noch mal, dass sie dann auf die Toilette geht, nachdenklich duschen. Und jetzt müssten wir noch anwählen können, dass sie ja noch schreiben. Schreiben tut, ist auch gut. Himmlische Kissenschlacht. Ja. Schreibt das Buch dann mal weiter. Weil wir lassen sie jetzt schlafen, bis die Rotation zu Ende ist. Und dann wechseln wir zu Claire. Das, ja, es lohnt sich halt irgendwie eher so. So, Lilly muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, das ist doch nett für Lilly. So, die haben hier schon Früchte. Er redet hier wieder komisch, keiner. Ich finde unseren Fitnessraum auch cool. Unsere kleine süße Fitnessbude. Lilly ist zur Arbeit. Das heißt, sie muss fleißig arbeiten. Sie kann nicht fleißig arbeiten, weil wir uns im Weg stehen. Jetzt kann sie fleißig arbeiten. Ich weiß zwar nicht, was das verändert hat in unserer Reihenfolge hier, aber ja. So, dann darfst du jetzt dein Buch weiterschreiben. Und wir wechseln zu Claire, die sich hier irgendwas gönnt. So, wir werden uns aber ein Hähnchenbrust nehmen. Ein Hühnchenbrust. Damien muss auch bei der Arbeit sein und Victor auch. Wie sieht's mit dir aus? Du hast erst in 3 Tagen Arbeit. Sie muss dreimal die Woche nur arbeiten. Sie ist Boss. Sie ist Boss, ja. Schelmfähigkeit Level 7. Es wäre dieses Festival ganz praktisch. Und mich stört dieses Piepen hier ja immer, ne? Ups, nein, ich will natürlich keine Fotos machen. Ja. Warum ist hier eigentlich immer alles kaputt? Die Leute können einfach gar nichts. Aber wir müssen das dringend mal ändern, dass die Sachen hier ständig kaputt gehen. Ich glaube, es gibt eine Toilette, die ist unkaputtbar. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, aber auf jeden Fall darfst du dann auf die Toilette gehen. Dann reparieren wir das hier mal. Es wäre natürlich gut, wenn sich einfach jemand um den Garten kümmern würde, aber nein. Ja, mein Freund, du brauchst das nicht aufzuwischen, wenn das Ding kaputt ist. So, die Leute sind zur Arbeit, dann dürfen die jetzt fleißig arbeiten. Vielleicht wird ja auch mal einer befördert irgendwann. Es fehlen zwar noch so ein paar Fähigkeiten den meisten, aber hey. So, dann darfst du das aufwischen und dann darfst du nachdenklich duschen. So, am besten bewässerst du den Garten und besprühst die Pflanzen gegen Käfer. Ja, wir werden hier irgendwie was in den Duschen mal ändern. Die heutige Post wurde zugestellt. Mensch. 6405. Ist kein Problem, wir haben den Garten. Der gibt uns jetzt Geld gleich irgendwann. Claire macht das nämlich jetzt hier erstmal. Müssen die auch schon wieder gegossen werden? Nein, müssen sie nicht. Aber sie möchten gegen Käfer eingesprüht werden. Das ist echt klasse. So, alles ernten. So, er ist auch zur Arbeit. Bewertungen schreiben. Nein, er darf fleißig arbeiten. So wie alle.
Olivia ist zur Arbeit. Sehr schön. Ja, dann macht er mal fleißig weiter, liebe Claire. Der Garten ist ja nicht von alleine dann gepflegt. Vor allem gegen Käfer eingesprüht. Das nervt mich ja immer richtig echt am meisten mit, dass hier diese Käferplagen, die sind echt nervig. Und dann darfst du nochmal bewässern. Und dann können wir eigentlich anfangen. Naja, können wir nicht, glaube ich. Was ich auch geil finde, sie besprüht das, obwohl die Früchte hier dranhängen. Ich will ja nichts sagen, ne? Lilly hat 300 mit nach Hause gebracht. Andere Leute bringen schon Tausender mit nach Hause, aber Lilly nicht. Lilly hat einen scheiß Job. Ich glaube, die schafft es nicht mehr, die Blumen zu gießen, wenn wir hier durch sind. Ich weiß noch nicht mal, Phyllis hat ein komplettes Buch geschrieben, ob wir es überhaupt schaffen, ins Bett zu gehen oder die Sachen hier einzusammeln. Dann machen wir das später. So, deswegen gehen wir jetzt mal hoch und schlafen. Natürlich ist ihr Computer kaputt. Das Bohrmaschinen-Jingle von Claudio soll gerade gesendet werden. Ach ja, alles klar. Als er feststellt, dass in der Werbung für einen Frauendeodorant eine ganz ähnliche Melodie vorkommt. Noch schlimmer ist, dass er nicht mehr weiß, ob er sie vor oder nach dem Entstehen seines Jingles gehört hat. Claudio kann entweder seinen Kunden darüber informieren oder hoffen, dass es keinem auffällt. Wir informieren den Kunden lieber. Der Kunde behält es für sich, um seinen eigenen Ruf zu wahren, wodurch auch der von Claudio geschützt ist. Das ist gut. So, hast du den Garten besprüht, das ist schön. Da müssen wir ihn ja nach dem Aufstehen nur noch gießen. Schaffst du es denn noch bis ins Bett? Ich finde geil, wenn die dann vorm Bett in Ohnmacht fallen. Diese lauten Geräusche von diesem. Das nervt mich voll. Guck mal, du bist doch unser Gartenfreund. Wie wäre es, wenn du mal anfängst, die Blumen zu gießen? Damien ist zu Hause und Olivia ist zu Hause und Victor ist zu Hause. Und Phyllis hat Level 7 der Kochfähigkeit erreicht. Was sagen ihre Fähigkeiten eigentlich? Schelm. Schelm müssen wir sowieso hochkriegen für ihre Karriere, glaube ich. Und wir müssen hier auch mal gucken, weil. Also das Erfüllen wäre halt auch schon geil, dass das Bestreben vor den Einzelnen erfüllt ist. Da müssen wir aber noch zwei Sims zum Feind erklären. Ableben eines Sims miterleben. Oh yeah. Ich wollte niemanden umbringen, aber wir gucken mal, ob wir hier, keine Ahnung, auf einer Rentnerparty einen Rentner so wütend machen und ihn verprügeln, dass er daran stirbt oder so. Vielleicht geht das ja. Aber das nervt mich hier schon. Ich werde das jetzt mal verkaufen. So, schon besser. Imperator des Bösen, die Wohnung, die kleine süße Bude hier. Claudia hat auch Geld mit nach Hause gebracht. Das ist schön, dass ihr das alle macht. Ach, ein süßes Kätzchen. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir uns wirklich vielleicht eine Katze holen. Wäre zumindest keine schlechte Idee. Aber ich würde dann zwei Katzen holen. Einfach, weil zwei Katzen halt zusammenzuhalten irgendwie immer schöner ist. So. Dann gehst du mal auf die Toilette und nachdenklich duschen. Danach so Gourmet-Menü zubereiten. Und zwar Joghurt-Parfait. Nein, wir nehmen die Knoblauchnudeln. Ich kriege schon Hunger, wenn ich hier nicht. Ich wollte noch diese und dann die nächste Folge aufnehmen. Dann habe ich nämlich erstmal für 2 Wochen wieder auf Vorrat. Weil ich habe ja 7 letztes Mal aufgenommen und nicht 8. Oh, lecker. Das sieht sehr appetitlich aus. Geil. Dann gehen wir duschen. Wir werden das ja auch nochmal ändern. Ich wollte zwei teure Duschen und eine teure Badewanne. Es gibt nämlich eine Badewanne, die ist unkaputtbar. Ich wollte mal gucken, ob wir Teile haben, die unkaputtbar sind, weil dann können wir einfach nur noch selbstreinigend hinzubasteln. Das wäre halt echt super. Und dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass hier ständig alles dreckig und kaputt ist. Wäre halt echt ein guter Plan so.
Oh, Claire ist eine echt gute Köchin. Nee, die könnte auch mal ein bisschen Sport treiben, oder? Irgendwie werden meine Sims dick in dieser Challenge. Ich weiß auch nicht. Machst du echt schön, Claire. Mensch. Okay, aber du darfst mal den Kochkanal schauen. Warum stehen hier oben Hot Dogs? Dieses Spiel, ne? Stehen einfach Hot Dogs da oben. Sie kriegt den Lachflash, ist ja nett. So, aber erstmal darfst du alles ernten und dann bewässern. Dann hörst du jetzt mal auf, weil du hast jetzt genug geschaut und gegessen. Und dann möchte ich hier nämlich mal alles aufwerten im Garten. Weil wir schon mal die Möglichkeit haben. Na. Fangen wir hier hinten an. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Einen Ableger nehmen. Warum kann ich die hier hinten nicht weiterentwickeln? Das finde ich jetzt nicht nett. Dann fangen wir halt mit dem Kasten an. So. Ach, wir haben hier von ihr noch diese Gewinnsachen hier im Inventar. Ja, die Voodoo-Puppe lassen wir mal. Wir können ja irgendjemanden bewudern. Vielleicht brauchen wir das nochmal. So, was ich jetzt überlege, dass wir diese jetzt austauschen. Okay. Dann machen wir nämlich jetzt hier jetzt auch die restlichen davon. So, bewässern kannst du ja trotzdem. Alter, wir haben über 99 davon im Inventar. Fast 5000 hätten wir gekriegt. So, Pflanzen. Hier, hör mal auf und pflanz das bitte erstmal. So, wird sie die hier hinten denn gleich mitpflanzen? Das ist jetzt die Frage. Ich finde geil, dass manche klein werden, also ganz normal, und der hier bleibt dann mal groß. Alter, 52 Simoleons. Geil. Ich finde cool, dass wir dir. Hörst du mal auf, mit denen zu reden? Wie wäre es, wenn du die anfängst zu gießen? Das würde helfen. Ja, glaub mir mal. Meine Fresse, ey. So. Dann gönnen wir uns das mal. Und das hier auch. Und die müssen wir auch verkaufen. Oh nein, es hat hier schon Unkraut, ey. Wir kommen nicht dazu, die Blumen weiterzuentwickeln. Eigentlich können wir das ja ihr überlassen, ne? Jeden. Dann fängt sie hier mit dem ersten Stamm an, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Die wollen, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ich finde toll, dass diese Zeit immer so richtig gut mitgeht. So, dann weiterentwickeln, weiterentwickeln. Und dann ist das auch schon voll. Dann machen wir den vorletzten Mal nicht so. Und wir nehmen dafür mal, dass sie das repariert. Dann haben wir ihr nämlich hier voll die Aufträge gegeben. Das finde ich ganz praktisch. Und können jetzt nämlich ganz entspannt wechseln zu Damien in 3 Sims-Sekunden. Ich habe Piccolinis, ich freue mich da schon drauf. So. Er isst erstmal. Das kann er jetzt auch noch ganz schnell zu Ende machen. Okay, das war's. So, dann darfst du mal die Toilette verwenden. So, dann haben wir eine Rechnung, die bezahlt werden möchte. Und dann bekommen wir mal die Post, wenn wir welche haben. Wir gucken mal. Man weiß ja nie. Und dann könnte er nämlich anfangen, den Garten auch mit aufzuwerten. Haben wir irgendwas gekriegt? Nee, ne? Hähnchenbrust aufräumen. Weil wir können ja nämlich echt mal aufräumen. Musst du arbeiten heute? Oh ja, muss er. Stopp, 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 stopp. Wir rufen jetzt mal ganz schnell an und nehmen Urlaubstag. Im Urlaub. Oh, sehr, ein Glück.
Ein Glück hat das funktioniert, ey. Viktor ist zur Arbeit, das ist sehr schön. Ja, Viktor, dann fleißig arbeiten, ne? So, ich würde sagen, du bringst erstmal den Müll raus. Und dann kümmern wir uns jetzt um den Garten, dass diese Pflanzen hier aufgewertet werden. Damit die Ernte davon auf jeden Fall mehr Geld bringt. Check mir nebenbei noch mal was zu trinken ein. So, ich habe ja überlegt, ob ich mir heute noch mal eine Cola hole. Aber das Problem ist ja, also ich habe Piccolinis und wollte dazu ein schönes Gläschen Cola mir gönnen. Econ. Oh, perfekt. Wir sind mit dem richtigen Mann da. So, wir entwickeln trotzdem mal schnell alles weiter. Lucien ist zur Arbeit. Ja, also das Problem ist auf jeden Fall, mit der Schulter kann man ja halt irgendwie nicht so gut tragen. Und wenn man dann auch noch dabei erwischt wird, sage ich jetzt mal, wie man seine Schulter da zumindest heute will. Also morgen sieht das ja wieder ein Tickchen anders aus, wenn dann noch ein bisschen mehr Ibuprofen Zeit zum Wirken hatte. So, ich habe so die Ahnung, dass Claire das nicht schaffen wird. Deswegen machen wir das mal. Kannst du dich bitte beeilen, mein Freund? Ja. So lange dauert das jetzt auch nicht. Leute, hört doch mal auf, mit den Blumen zu reden. Wie wär's, wenn ihr sie pflegt und nicht mit ihnen redet? Er hat Gartenarbeit Level 6 erreicht. Am Ende werden hier alle mit Gartenarbeit Level 10 hängen, Kochen Level 10 und Reparatur werden bestimmt auch alle Level 10 bekommen, weil hier ständig alles kaputt ist. Und Videospiele Level 10. Ich sag's euch. Okay. So. Nee, jetzt gehst du zur GeekCon. Erstmal finden. Da. Festival-Info. Zur GeekCon reisen. Oh ja, und zwar du reist alleine. PC-Nerd hier. So. Einmal den Multivitaminsaft mischen. Mixen, schütteln. So. Natürlich haben wir jetzt den Ladescreen ganz optimal genutzt und sehr produktiv. So, die Herausforderungen haben begonnen. Ja. Kann ich hier hingehen? Ultimativer Spieletest. Willst du mich verarschen? Ich stand da zuerst vor, mein Freund. Nobuya Yamamoto, du musst sterben. Nimm eine Bombe in die Hand, das ist ein echt guter Plan. Musst du eigentlich noch 2 Stunden konzentriert Videospiele spielen? Ja, muss er. Gut, wir werden dann programmieren, wenn das frei ist. Und dann darf er da noch in seiner Konzentration, die er durch das Festival hat, 2 Stunden Videospiele spielen. So, gescheitert. Er hat 30 Punkte und es müssen 70 erzielt werden. Du bist so ein Lappen, ey. Okay, dann nimm mal am Programmiermarathon teil. Das macht er echt schön, der Gute, ne? Ja. Unser lieber Damien Williams. Programmieren Level 5. Das Schöne ist, dass wir dadurch. Wow. 76, nee, 67%. So, dann darfst du jetzt Spiel spielen, Sport, Spaß. Sprunghaft. Insider, neugierig auf Gruppen. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken. Hat er nicht hier so eine Beziehung mit einer? Er war das, ne? Mit der, wo wir der ein Kind machen wollten. Das hat sich hier eh schon erledigt. Aber was können wir denn machen? Es fällt ihm schwer, immer dasselbe zu erleben.
Festival-Souvenir kaufen. Ja, machen wir mal. Dann bestellst du mal einen Hamburger. So, die arbeiten schon fleißig, oder? Wir nehmen so eine Schneekugel mit. Seifenblasen. Seifenblasen hat er, glaube ich, noch nicht geraucht, wollte ich gerade sagen. Also ich rauche in meiner Freizeit Seifenblasen und hier so. Zehn Minuten. Ich hätte nämlich gern. Endet in einer Stunde. Das ist nämlich ein Problem. Ich wollte das hier nutzen. So, jetzt geht das aber. Okay. Dann darfst du jetzt Sportspaß spielen. So, wir haben um 16:42 angefangen. Und vielleicht bleibt ja alles bis 18:42 hier, weil meistens ist es nicht so, dass alles verschwindet sofort. Oder dass sofort alles verschwindet, so rum. Nein, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf, nein! Wie lange hält das denn noch? Unter Genies. 8 Stunden. Okay, dann geh mal nach Hause. Und vielleicht sind wir zu Hause noch konzentriert, dass wir uns dann da hinsetzen können und das machen. Aber wir werden es in der nächsten Folge machen. Für diese sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.